Fängt's an aus. Was geht ab? Heute widmen wir uns einem absoluten Klassiker, Pac-Man. Allerdings in neuer Version, auch für PS3 und Xbox One und PC. Okay, los geht's. Ich glaube, die Steuerung wirst du rausfinden. Die Drops sind auf jeden Fall gut. So, und dann geht's natürlich darum, wer mehr Punkte hat. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ist das schlimm? Du sammelst Punkte an, killst möglichst viele Monster und versuchst dich nicht zu killen. Wie kill ich die denn? Indem du, wenn du so einen Drops, so einen dicken Drops aufgesammelt hast, dann kannst du sie hin. Achso, und du musst dem Glitch entkommen. Also wenn da irgendwie so ein... Was ist ein Glitch? Dem muss ich entkommen. Da solltest du nicht reinfahren. Oh no! Willst du das Hühnchen bleiben? Allerdings, das hat mir eben zu sich gefühlt. Also diese Früchte scheinen Multiplikatoren zu sein. Wie laufe ich denn schneller? Ich glaube nicht, dass du schneller laufen kannst. Du bist viel schneller als ich. Blau bist du schneller, guck mal. Wenn die blau sind, kannst du sie essen, aber wenn sie nicht blau sind, die Monster, dann solltest du schnell vor ihnen flüchten. Oh, fuck! Da rennen wir nachher! Ja, das ist die Challenge, den zu entkommen. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, es sieht schlecht für dich aus. Oh, mies! Ist der da tot? Und ich glaube, das Ziel ist es auch hoch zu rennen. Ja, genau. Das ist quasi... Ja, das normale Pac-Man ist ja so ein quadratisches Ding. Aber man muss... Ich dachte, die Richtung. Ja, vor allem, ich brauche einen Vorsprung, weil ich bin auf einem Auge sehbehindert, wie wir wissen. Ich habe eine Hornhautentzündung. Nochmal. Habt ihr es gesehen? Das kaputte Auge des Fabians. Oh, guck mal hier, Frühstart. Okay, ich warte. Okay, jetzt. Oh, das ist schlecht. Ich komme seit 3 Tagen auf. Aber es reicht für die Blinze hier natürlich locker. Guck mal, ich kann noch weiter rennen. Meine Skills. Aber das Level wird auch mehr enger, ne? Und dadurch wird es natürlich nicht leichter. Boah, was für ein Glück? Das ist ja Hand-Augen-Koordination, würde ich ja sagen. Oh, ist der schon gleich zu Ende geworden? Dann ist aber direkt in den reingehört. Ich dachte, war Absicht. Also, Ach so. Aber wenn ihr Augentropfen habt, schreibt es in die Kommentare, schickt sie uns per Mail. Guck mal, deiner ist echt schneller als meiner. Die 5 Punkte werden wir berücksichtigen. Ja, 15. Oh, Laser. Kann ich dich auch totlasern? Achso, egal wer das auch sammelt, die Dinger werden ja für beide blau und einsammelbar. Jetzt ist hier der Engpass. Ah, da hat es ihn zerrissen, den Fabian. Sackgasse. Was ist da los? So talentiert. 3D Pac-Man gegen kleinen Roboter. Ich kann dich nicht. Ey, wollte gerade sagen, ich hätte dich auch gern totgelasert, ja. Aber es geht nicht. In die blauen kann man doch reinrennen. Ja, nee. Aber so hellblau. Ja. Damit habe ich gewonnen. Juhu. Eben nicht. Ich bin immer auf den Ton geguckt. Wie? Achso, ich muss noch ein paar Punkte. Achso, nein. Danke. Danke für den Tipp. So, jetzt. Ey, du bist wieder da. Hä? Ja, ja. Ich glaube, ich habe dich wiedergeholt. Ist wahrscheinlich wie bei Broforce. Du bist mein Bro in Wirklichkeit. Ich muss dich gar nicht bekämpfen. In Grüne kann ich auch nicht reinrennen, ne? Nee. Wirklich nur, wenn die so blau sind, dann sehen die auch ein bisschen anders aus. Oh, der ist mal schön. Oh, da ist er fast im. Oh. Oh. Oh, das Laser! Was ist, welches Symbol ist Laser? Das habe ich noch nicht verstanden. Nee, auf einmal hatte ich den. Der hat mir auch den Arsch gerettet. Fuck. Und jetzt? Der eine schläft. Interessant. Ey, warum kommst du nicht mit dem Laser? Hey. Du bist so ein Kollegenschwein. Ja, guck mal, und jetzt? Im Arsch. Okay. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Ich hätte lieber keine Kinder und 3 Geld. Hätte er 3 Geld, könnte er sich noch nicht mal Pac-Man 256 kaufen. Was ist mehr als 3 Geld? Ich glaube, es kostet 5 Geld. Ach du Scheiße. Aber check die Beschreibung. Das ist aber 5 Geld zu viel. Das war die Mittagspackung mit Pac-Man. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.